So, hallo nochmal. Wir waren an dieser Stelle stehen geblieben beim letzten Mal. Wir haben uns seit Beginn dieses Semesters vor allem mit iterativen Implementierungen von Algorithmen beschäftigt. Das heißt also im Wesentlichen mit Schleifen. Wir haben dazu zunächst einmal solche Implementationen gesehen, hier in den Live-Codings. Wir haben aber auch dann gesehen, Korrektheitsbeweise, wie man solche Schleifen durchdenken sollte, wenn sie nicht ganz trivial, einfach und offensichtlich korrekt sind. Denn wir haben ja Beispiele gesehen, in denen das Durchdenken einer Schleife durchaus einiges an Anforderungen mit sich gebracht hat, woran man so alles denken sollte. Und da bietet es sich an, so wie wir das gemacht haben, strukturiert vorzugehen mit Invariante, mit Variante und so weiter und so fort. Das ist auch im Prinzip das, was Sie auch in anderen Lehrveranstaltungen später sehen werden, die Art und Weise, wie man solche Überlegungen strukturiert, die dann am Ende in eine Art formales Beweisschema wie in der Mathematik kommen, mit vollständigen Induktionen über die Anzahl der Iterationen, die Anzahl der Durchläufe der Schleife. Hier haben wir jetzt beim letzten Mal begonnen mit rekursiven Methoden. Rekursive Implementationen von Methoden spielen in der AOD nicht die ganz große Rolle. Also Schleifen spielen mehr eine Rolle, nicht nur bisher, sondern auch im weiteren Verlauf. Einfach deshalb, weil die Algorithmen, die wir uns hier so ansehen werden, die zum Kanon gehören, lassen sich meines Erachtens natürlicher und einfacher formulieren als Schleifen. Natürlich wissen Sie, Sie können jede Schleife in eine Rekursion und jede Rekursion in eine Schleife umwandeln. Aber was leichter durchschaubar, leichter verständlich ist, das ist doch von Algorithmus zu Algorithmus verschieden. Und bei den Algorithmen, die wir uns hier anschauen, erscheint es mir bei den meisten von denen doch sinnvoller, sie als Schleifen und nicht als Rekursion zu formulieren. Aber hier sind wir jetzt bei Rekursion. Und ich hatte am Ende noch was gesagt, da ist mir noch etwas aufgefallen. Das habe ich jetzt hier rot markiert, nachträglich eingefügt nach der letzten Vorlesung. Wir haben, wenn wir rekursive Algorithmen haben, wenn sie rein theoretisch sind, diese rekursiven Algorithmen, wenn Sie das auffassen als mathematische Objekte, dann haben wir da gar kein großes Problem mit. Kein anderes Problem als mit Schleifen. Aber in der Realität gibt es ein Problem, was sich in Java ausdrückt, durch gegebenenfalls den Wurf eines Errors, dem Stack Overflow Error. Sie wissen, denke ich, aus der FOP, es gibt Exceptions und es gibt Errors. Beides ist, würde ich mal sagen, ganz ungeschützt ungefähr dasselbe. Beides ist throwable, beides wird geworfen und gefangen. Und warum etwas jetzt eine Exception oder ein Error ist, das hängt einfach von der Semantik ab, was da eigentlich passiert in so einem Fall. Ja, bei Sachen, die nah an der Hardware passieren, wie beispielsweise I/O-Error, da ist das eher in der Java API als Error entworfen und implementiert worden. Da, wo es eher die Logik irgendwie falsch ist, die Semantik irgendwie falsch ist, dass auf ein falsches Array-Index zugegriffen wird oder sowas, da wird das eher als Exception definiert und implementiert worden sein in der Java API. Und daran sollte man sich natürlich auch halten, an diese grundsätzliche Logik, wenn man selber Exceptions bzw. Errors implementiert. So. Ich habe das jetzt hier einfach in die Vorbedingung getan. Das ist etwas, was der Nutzer auch noch gewährleisten muss. Nämlich, Sie können ja die Rekursionstiefe, die noch möglich ist, einstellen bei der Java Virtual Machine. Einfach indem Sie entsprechend viel Speicherplatz zur Verfügung stellen für die Daten, die die einzelnen Methoden im Speicher ablegen müssen, wenn sie aufgerufen werden. Ja, das ist der Stack, der Runtime-Stack, der Laufzeitstapel.
Jeder Methodenaufruf sorgt dafür, dass darauf die entsprechenden Informationen für diese Methode abgelegt werden. Und wie jeder andere Speicherbereich ist auch dieser nur endlich. Und wenn kein Speicher mehr da ist, dann gibt es einen Stack Overflow Error. So, und der Nutzer muss gewährleisten, das kann ich als Implementierer der Methode natürlich nicht machen, das muss der Nutzer machen. Der Nutzer muss gewährleisten, dass die Größe so groß gewählt ist, und das ist sie per Default erst einmal in diesem einfachen Beispiel, so groß gewählt wird, dass kein Stack Overflow Error passieren kann. Ich habe dann noch, wir haben ja gesehen, bei diesem einfachen Beispiel Fakultät muss der Parameter 20 höchstens sein. Um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich jetzt 21 hier hingeschrieben. Also wenn der Nutzer nicht drauf achtet und dieser rekursive Methodenaufruf einen Stack Overflow produziert, dann hat der Nutzer seinen Teil des Vertrages nicht erfüllt. Dann muss die Methode natürlich auch nicht ihren Teil des Vertrags erfüllen. Dann ist sie sozusagen frei darin, so etwas Krasses zu machen, dass sie da auf einen Stack Overflow draufläuft. So, Fakultät hatten wir uns angesehen. Fibonacci-Zahl haben wir uns auch angesehen, hier dasselbe. Da die Fibonacci-Zahlen auch sehr schnell wachsen, ist auch bei Datentyp Long schon ziemlich schnell Schluss bei 92. Ich habe dann hier gesagt, 93 soll kein Stack Overflow Error produzieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Das kann natürlich auch, der Nutzer muss natürlich schon aufpassen. Dieser Aufruf der Fibonacci-Methode oder eben der Fakultätsmethode kann ja irgendwo ganz tief in der Hierarchie der Aufrufe sein. Ja? Methode A ruft B auf, B ruft C auf, C ruft D auf. Schon viele, viele Frames viel auf dem Runtime-Stack, schon für viele Methodenaufrufe, die gleichzeitig stattfinden, Daten abgelegt auf dem Runtime-Stack, und dann obendrauf muss der Nutzer noch gewährleisten, dass Rekursionstiefe 93 immer noch möglich ist und der Speicherplatz auf dem Runtime-Stack immer noch ausreichend ist. Gut, das sind jetzt einfache Fälle. Wir haben jetzt hier eben n kleiner gleich 20 und jetzt haben wir n kleiner gleich 92 gehabt, aber im Allgemeinen kann man das N natürlich nicht so einfach durch so eine kleine Zahl beschränken. Hier müssen wir es so beschränken und normalerweise müssen wir es nicht und wollen es natürlich auch nicht. Vielleicht noch hier ein Punkt. Irgendwo müssen wir ja dann bei der Korrektheit uns mit Gedanken machen um den Stack Overflow Error, und das passiert bei rekursiven Methoden ganz selbstverständlich an der Stelle, wo man auch Termination drin hat, nach auf Rekursionstiefe, ich schreibe das mal so ein bisschen flapsig, kleiner gleich 93. N größer gleich 0 und n kleiner gleich, jetzt muss ich diesen Teil der Vorbedingung an dieser Stelle natürlich auch ausnutzen. N kleiner gleich 92. Gut. Weil ich meine, das ist das, was das gehört an dieser Stelle hin, Stack Overflow Error. Wenn wir unendlich viel Speicherplatz hätten für den Runtime Stack, dann wäre Termination nur eine Frage der Logik des Programms, nämlich nach so und so vielen Schritten muss er terminieren, weil dann die Rekursionsabbruchbedingung erreicht ist. Das kann aber vorher schief gehen, dass ein Stack Overflow Error geworfen wird, weil der Platz nicht da ist, und deshalb gehört das, denke ich, gut zusammen an dieser Stelle. So, Fibonacci-Zahl haben wir entsprechend auch. Auch hier
Binäre Suche im Array. Hier ist das jetzt nicht mehr so mit der Zahl 20 oder 92. Hier hängt die Rekursionstiefe ab von einem n, das wir nicht so klein beschränken wollen, dass es nur 20 oder 92 ist, wie bei Fakultät und Fibonacci, sondern hängt ab von einer Zahl, die wir ja gar nicht so groß beschränken wollen. Hier die Länge sollte, wir wollen beliebig große Arrays, das haben wir beim letzten Mal schon diskutiert oder beim vorletzten Mal, wir wollen beliebig große Arrays in dieser Methode bearbeiten können, müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu nah an Max-Value, an die obere Grenze für den Bereich vom Datentyp kommen. Das haben wir hier schon geklärt. So, wie tief kann die Rekursionstiefe jetzt sein? Gut, Sie sehen dann schon, das habe ich schon mal hier vorneweg formuliert, es hat was zu tun mit diesem bösen Wort aus der Mathematik, Logarithmus. Ja, wie tief kann die Rekursionstiefe sein? Bei binärer Suche in einem Array. Plus minus 1. Wollen wir uns jetzt da gerade gar nicht mal auf plus minus 1 festlegen. So, nehmen wir mal Zweierpotenzen her. Wenn das Array Größe 4 hat, zap, zap, dann können es vielleicht 3 Iterationen sein. Plus minus 1 ist egal. Wenn es 8 sind, eine Iteration mehr, weil wir nach einer, nein, Entschuldigung, nicht Iteration, sondern eben eine Rekursionsstufe mehr, weil wir nach einem rekursiven Aufruf ja bei 4 angekommen sind. Bei 16 noch eine Rekursionstiefe mehr, weil wir nach einem Rekursionsschritt bei 8 angekommen sind und so weiter und so fort. Was ist das für ein Bildungsgesetz? Das ist der Zweierlogarithmus. Um auf der sicheren Seite zu sein, setzen wir da vielleicht noch ein 1 obendrauf. Vielleicht sollten wir noch das nach oben runden. Ja, Sie kennen, in der Klasse Math gibt es eine Methode zum Aufrunden einer reellen Zahl, nämlich Ceil für Himmel, Decke oder so etwas. Und die Forderung ist jetzt die, der Nutzer muss aufpassen, dass die Länge des Arrays, was er eingibt in diese Methode, und der Speicherplatz, der noch bei Aufruf dieser Methode übrig ist auf dem Runtime-Stack, dass die beiden zusammenpassen, nämlich mit dieser Beziehung, dass noch so viele rekursive Aufrufe möglich sind, ohne dass der Speicherplatz zu Ende ist. So, die Methode haben wir schon implementiert. Beim letzten Mal, wir haben gesehen, dass es im Wesentlichen mit ein bisschen Umstellungen dasselbe ist wie iterativ mit Schleifen. Ja, das, was wir als Abbruch, als Fortsetzungsbedingung in der Schleife haben, die logische Negation, das logische Komplement, ist genau die Abbruchbedingung, der Rekursionsabbruch jetzt, und die einzelnen, die Kernoperationen sind dieselben, dass wir das mittlere Element an uns angucken und wenn da das gesuchte Element steht, dann sind wir fertig, können True zurückliefern, weil wir das Element gefunden haben. Und ansonsten müssen wir gucken, ob das gesuchte Element links ist, dann müssen wir links weitersuchen und ansonsten, wenn es nicht links ist, dann müssen wir rechts weitersuchen. Hier im Grunde an dieser Stelle ist der wesentliche Punkt, wo sich iterative Implementation und rekursive Implementation unterscheiden. Bei iterativer Implementation hatten wir einen von den beiden Werten, left oder right of middle, gesetzt und haben dann in der nächsten Iteration weitergemacht. Hier geben wir anstelle von left middle, anstelle von right middle ein, beziehungsweise anstelle von left middle ein. So. Hier waren wir aber noch nicht mit dem ganzen Thema Korrektheit so weit durch. Wir waren bei der Implementation stehen geblieben. Gehen wir mal wieder die einfachen Punkte durch. Division durch 0. Es wird zwar dividiert, aber durch 2, also keine Division durch 0. Arithmetischer Überlauf
haben wir schon im Grunde bei der iterativen Implementation geklärt, dass hier kein arithmetischer Überlauf passiert. Insbesondere dadurch sind wir darauf gekommen, dass wir die Länge des Arrays vielleicht sicherheitshalber ein bisschen kleiner ansetzen sollte, die Länge, bei der die Methode garantiert noch funktioniert, um da nicht in Probleme reinzukommen. Vor allem hier, es könnte sonst Situationen geben, bei denen hier ein arithmetischer Überlauf passiert, bevor dann durch 2 geteilt wird. Also arithmetischer Überlauf nicht. Lesen oder schreiben der Zugriff auf 0. Wir haben gar keine. Wir gehen davon aus, dass es Vorbedingung, dass das Array nicht 0 ist. Hier a ungleich 0. Und wir haben ansonsten keine Klassen, keine Objekte von Klassen und keine anderen Arrays. Das heißt also, es ist gar nicht möglich, auf null zuzugreifen. Auch das wieder. Lesender auf schreibender Zugriff auf nicht existente Array-Komponente haben wir schon geklärt. Der wesentliche Zugriff, also das, worum es hier geht, ist natürlich hier a von middle. Wir haben schon geklärt, dass bei der iterativen Implementation, und die Argumentation ist genau dieselbe, dass das Middle, egal wie die Situation ist, auf keinen Fall außerhalb des Bereichs ist. Middle ist kein Zugriff auf ein nicht existierendes Array-Objekt. So, also das. Würfe von anderen Runtime-Exceptions sehe ich keine Möglichkeit, dass da irgendwas passieren könnte. So. Exceptions, die nicht Runtime-Exceptions sind, nochmal zur Erinnerung, ich weiß nicht, ob ich das schon hier gesagt habe, andere Arten von Exceptions müssen gefangen werden, müssen erstmal deklariert werden. Wenn es passieren könnte, dass eine Exception geworfen wird, die nicht Runtime-Exception ist, die also nicht von der Klasse oder Interface, von der Klasse, glaube ich, von der Klasse Runtime-Exception abgeleitet ist, dann müsste man sie hier oben deklarieren mit throws. Das heißt, der Compiler würde in diesem Fall schon dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. Es würde gar nicht erst durch den Compiler durchgehen. Der Compiler würde dann mit einer Fehlermeldung abbrechen, dass der Wurf der Exception nicht deklariert worden ist in der Signatur der Methode. So, Termination und Stack Overflow, was gibt es da jetzt zu sagen? Ja, die Variante ist jetzt hier, hatten wir auch schon geklärt, right minus left wird in jedem rekursiven Aufruf ungefähr halbiert, sehr genau halbiert. So dass die Rekursionstiefe logarithmisch bleibt. Gut, also siehe Vorbedingung, Rekursionstiefe, das da. Logarithmus, vielleicht sollte man es dazu schreiben, gemäß Vorbedingung bleibt. So, Korrektheit der Resultate, Output und Nachbedingung. In diesem Fall haben wir wieder nur einen Output, keine Nachbedingung, also einen Rückgabewert. Was ist die Invariante dieser Rekursion? Das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Sie können sich bei Rekursionen das Leben bei der Invariante völlig einfach machen. Die Invariante ist schlicht und einfach die Aussage, das Ergebnis ist korrekt. Das Ergebnis eines rekursiven Aufrufs ist korrekt. Induktionsanfang. Was ist der Induktionsanfang? Wenn
left größer gleich, left plus 1 größer gleich right ist. Vielleicht sollte man es genauer schreiben. Was heißt das? Das Ergebnis eines rekursiven Aufrufs ist korrekt. Ich sollte vielleicht die etwas dicker machen. Was heißt es, dass das Ergebnis eines rekursiven Aufrufs korrekt ist? True wird zurückgeliefert genau dann, wenn x mindestens einmal in wo drin vorkommt, in a von left plus 1 bis a von right minus 1. Wir hatten das so implementiert, dass left und right immer gerade 1 außerhalb der beiden des Intervalls ist im Array, in dem wir noch das Element suchen. Und deshalb habe ich hier left plus 1 und right plus right minus 1 reingesetzt. Hier dieses mindestens könnte man weglassen, aber es empfiehlt sich immer zu schreiben, nicht einfach nur, wenn x in left und bis right vorkommt, sondern mindestens einmal vorkommt, um ganz genau zu machen. Es ist nicht gemeint, dass x genau einmal vorkommt beispielsweise, sondern, und auch nicht höchstens einmal, sondern mindestens einmal. So, left bis right, naja, dann ist dieser Bereich hier leer, also false ist richtig. Klingt ein bisschen komisch, false ist richtig, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine. So, ja, wir liefern hier in diesem Fall false zurück. Abbruchbedingung der Rekursion, also Induktionsanfang, liefern false zurück. Und das ist ja auch richtig, weil in diesem Intervall von left plus 1 bis right minus 1 ist nichts möglich. Da ist nichts drin. So, die Induktionsvoraussetzung, ja, das Ergebnis des rekursiven Aufrufs. Das ist vielleicht ganz instruktiv zu sehen, wie man jetzt sinnvollerweise die Induktionsvoraussetzung formulieren sollte. Sie erinnern sich, wir machen das hier immer ganz Punkt für Punkt genau. Das werden Sie sicherlich dann später nicht mehr so machen, so genau, aber es kann jetzt hier nicht schaden, das mal so genau zu machen. Das Ergebnis des rekursiven Aufrufs mit left und middle, beziehungsweise mit middle und right. Ja, ich beziehe mich hier auf diese beiden Fälle. Rekursiver Aufruf mit left und middle, hier. Beziehungsweise rekursiver Aufruf mit middle und right, hier. Das Ergebnis ist korrekt. So. Induktionsschritt. Was gibt es zum Induktionsschritt zu sagen? Ja, wenn x gleich a von middle ist, das ist ja das Erste, was wir hier machen. Wir vergleichen x und a middle. Oder genau gesagt, ich sollte das nicht so schreiben, gleich, weil es ja, ich sollte das so schreiben, gleich a Punkt Mittel gemäß Punkt Compare ist x in a gefunden, Rückgabe true ist also korrekt. Und genau das wird ja zurückgeliefert. Wenn wir x finden, dann ist true korrekt. Falls x kleiner als a von middle, das ist genau 1 zu 1 die if-Abfrage hier, falls x kleiner als a von middle,
dann ist x im Bereich a von left bis middle minus 1 nach Induktionsvoraussetzung liefert der rekursive Aufruf mit left und middle das richtige Ergebnis. Ja, denn das wird ja einfach weitergeliefert mit Return an dieser Stelle. Entweder ist x in dem Bereich zwischen left und middle oder nicht. Und wenn es nicht da ist, dann ist es nirgendwo im Array. Das heißt, unter der Annahme, dass findRec für left und middle, für diese kleinere Größe des Intervalls, das korrekte Ergebnis liefert, unter dieser Voraussetzung, die wir annehmen können nach vollständiger Induktion, ist das Ergebnis korrekt. Und ich schreibe jetzt hierzu, analog der Fall, dass x größer als a von middle ist. Ja, ich schreibe jetzt hier nicht mit Operatoren, kleiner, größer, weil es ja die Logik von compare ist, dass das nicht verwechselt wird mit den eingebauten Operatoren, kleiner, größer, gleich, gleich. So, Korrektheit des Outputs ist in diesem Fall insofern interessant, weil was uns letztendlich interessiert, ist ja die Korrektheit dieser rekursiven Methode, dieser Methode, in die wir die Rekursion ausgelagert haben. Die mussten wir auslagern, weil wir sonst kein Left und Right zur Verfügung hatten, um diese Methode zu formulieren. Was uns interessiert, ist die Korrektheit hiervon. Wie kann man das in Worte fassen? Das kann man so in Worte fassen, dass man sagt, naja, was passiert denn hier eigentlich? Ich rufe findRec damit auf. Womit genau? Mit minus 1 und a.length. Das ist genau der Bereich. Der Bereich minus 1 plus 1 bis a.length minus 1 ist genau der Indexbereich ist genau der Indexbereich des Arrays, die Invariante angewandt auf minus 1 und a Punkt auf left gleich minus 1 und right gleich a.length ergibt sofort, hier kann man mal ein sofort oder sowas schreiben, trivial und so weiter, Sie wissen das, ergibt sofort Korrektheit. Weil findRec liefert nach Voraussetzung true für das Intervall, was zwischen minus 1 und a.length ist, und zwar exklusive minus 1 und a.length. Was ist das? Das ist das Intervall von 0 bis a.length minus 1. Das ist genau der Indexbereich des Arrays. Das heißt also, dieser Aufruf da ganz oben, der oberste Aufruf in der rekursiven Hierarchie, liefert true genau dann, wenn x tatsächlich im Array drin ist. Weil das Intervall exakt den Indexbereich des Arrays umfasst. So, haben Sie an dieser Stelle mit diesem Beispiel noch Fragen oder Anmerkungen? Gut, wenn das nicht ist, gehen wir zum nächsten Beispiel. Auch das Beispiel kennen Sie schon. Lexikografischer Vergleich zweier Listen nach ihren Elementen. Sie kennen das Beispiel hier raus, was lexikografischer Vergleich heißt. Sie haben zwei Listen, die können unterschiedlich lang sein, sie können auch beide oder eins kann leer sein, alles kein Problem. Sie müssen nur wohl korrekt gebildete lineare Listen sein,
Also nicht zum Beispiel zyklisch, A verweist auf B, B auf C, C wieder auf A oder so etwas, sondern solche lineare Listen, wie wir sie kennengelernt haben. Und wir haben gesehen, wie lexikografischer Vergleich zweier Listen aussieht. Das ist so der Normalfall. B wegen der zweiten Stelle, C kommt vor D, ist dieser Liste lexikografisch vorgeordnet. Diese Liste ist dieser Liste lexikografisch vorgeordnet. B und B ergibt noch keinen Vergleich. C und C ergibt auch noch keinen Vergleich, aber E und D ergibt einen Vergleich. So, ich glaube, ich habe es verkehrt rum gesagt. Diese Liste ist natürlich dieser Liste lexikografisch nachgeordnet. BCE kommt nach BCDE. So, Präfixeigenschaft AB kommt vor ABC. ABC ist gleich ABC. Jede Liste ist mit sich selbst gleich, versteht sich, und leere Liste ist allen anderen Listen wegen der Präfixeigenschaft letztendlich vorgeordnet. Es kann aber nicht schaden, diesen Fall zur Vermeidung von Missverständnissen auch nochmal aufzuführen. So, hier sehen Sie Rekursionstiefe. Den Satz habe ich schon eingeführt, fügt, produziert keinen Stack Overflow Error. Ich habe aber jetzt noch mit Fragezeichen gelassen, wo das hin sollte. Was da jetzt genau anstelle dieser Fragezeichen stehen sollte. So, Lex Compare implementieren wir nochmal. Wir haben es schon mal iterativ mit einer Schleife implementiert, aber ich glaube, das ist ein Beispiel, wo die rekursive Implementation vielleicht einen kleinen Tick hübscher ist als die iterative. So. Wir erinnern uns, vielleicht dunkel, also ich erinnere mich daran, ich habe es ja schließlich hier vor wenigen Terminen gemacht. Wir hatten verschiedene Fälle zu betrachten und wir mussten auch aufpassen, welchen Fall wir als erstes betrachten, welchen Fall wir als zweites betrachten und so weiter und so fort. Und der erste Fall, den wir zu betrachten hatten, war der, das war letztendlich der hier, dass wir beim iterativen Durchgang, dass wir erst A mit A verglichen haben, kein Ergebnis, B mit B verglichen haben, kein Ergebnis, C mit C verglichen haben, kein Ergebnis. Und dann sind die parallele Durchgänge durch die Liste sind beide zeitgleich am Ende ihrer jeweiligen Liste angekommen. Das war der erste Fall, den wir abfangen mussten. Weil jeder andere Fall greift beim einen Liste oder bei der anderen Liste auf den Key oder auf Next zu. Schlecht. So, wenn List 1 gleich 0 und List 2 gleich 0 sind, dann sind die beiden Listen gleich, dann sind wir genau in diesem Fall angekommen, dann liefern wir 0 zurück. So, jetzt geht's weiter. If List 1 gleich 0, jetzt müssen wir die beiden Fälle abfangen, dass einer gleich 0 ist, aber der andere nicht. Wir sind in diesem Fall, wir haben erst A mit A verglichen, B mit B verglichen und List 1, da sind wir jetzt ganz am Ende. Hier sind wir noch nicht am Ende, sonst wären wir ja in diesem Fall gewesen. Wir sind jetzt aber in dem Fall, dass nur List 1 0 ist, List 2 nicht. Was müssen wir da zurückliefern? Da steht es ja da oben, minus 1. So. Jetzt dasselbe nochmal. If List 2 gleich 0, spiegelsymmetrisch, return plus 1. Das Plus muss ich natürlich nicht hinschreiben, aber ich schreibe es einfach hin. Um nochmal auszudrücken, den Gegensatz, da steht minus 1, da steht plus 1. Man kann sich das natürlich als Leser selber auch erschließen, aber warum nicht dem Leser helfen? Bei seinem Versuch, die Logik zu verstehen. Zu verstehen, dass das schlicht und einfach zweimal dasselbe ist, nur spiegelsymmetrisch verkehrt und einen kleinen Tick,
Ein kleines Epsilon könnte es dem Verständnis helfen, wenn man nicht nur hier Minus einschreibt, sondern hier auch Plus 1. So, jetzt geht es weiter mit dem direkten Vergleich. If compare, jetzt sind beide ungleich 0, das heißt, ich darf beide hernehmen und miteinander vergleichen. Wenn das zum Beispiel größer 0 ist, dann wird einfach wieder eine Zahl größer 0 reingenommen, denn wir übertragen ja die Logik des Comparators für Keys, für Schlüsselwerte auf die Listen. Das heißt, da wo der eine Schlüsselwert größer als der andere ist, da soll dann auch die eine Liste größer als die andere sein. So, dasselbe nochmal, kann ich jetzt einfach wieder mal mit dem verbotenen Copy-Paste machen. Wenn das kleiner 0 ist, return minus 1. So, und jetzt haben wir noch den Fall, dass die beiden gleich sind. ListKey nach Comparator-Logik, nach Compare-Logik, dass da 0 rauskommt beim Vergleich. Und in dem Fall, das ist der Fall, wie ich es immer formuliert habe, dass diese beiden Listenelemente, dass diese Position in den beiden Listen nicht den Unterschied macht, dass da noch keine Entscheidung getroffen werden kann, dass die Entscheidung deshalb delegiert werden muss an die beiden Restlisten, an die Betrachtung der beiden Restlisten. Sie haben eine Frage oder eine Anmerkung? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie akustisch ganz verstanden habe. Ja, Sie haben recht. Ich habe ja, glaube ich, auch und gesprochen, also sollte ich auch und schreiben. Ich glaube, da hat noch mein Gedächtnis mir ein Schnippchen geschlagen, denn bei while, die Fortsetzungsbedingung, da war ja ein oder. Das hatten wir noch auf eine Nachfrage eines Kommilitonen hin noch kurz diskutiert. Hier muss ein und hin. Vielen Dank. Gut. Noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Dann gehen wir mal wieder mit unserem kleinen durch unsere kleine Checkliste durch. Division durch 0, naja, können wir ja schnell abhaken. Arithmetischer Überlauf können wir auch schnell abhaken, da ist überhaupt keine arithmetischen Operationen zu sehen. Ach so, sorry. Ja, danke. Erstmal noch die Rekursion. Also Lex compare womit? Naja, hinten mit dem Comparator. Womit jetzt hier? Mit List1.next und List2.next. So. Wir brauchen hier keine Laufpointer, wie wir das im iterativen Fall eingeführt hatten, P1 und P2. Wir können einfach direkt mit List1 und List2.next arbeiten. Wir wissen, dass sie durch diese drei Abfragen, wissen wir, ab hier ist keiner der beiden Werte, List1 oder List2, keiner der beiden Variablen ist null. Also können wir das machen und können wir das machen. So, jetzt hier weiter. Lesen oder schreiben nach Zugriff auf null. Gut, das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir haben hier vorher alle Möglichkeiten abgefangen, wie eines der beiden Listenelemente null sein kann. Also kann nicht passieren. Nicht existierende Array-Komponenten. Da, wo es gar keine Arrays gibt, gibt es auch keine nicht existenten Array-Komponenten. Und Würfe von anderen Runtime-Exceptions, auch in diesem Fall wieder keine Ahnung, wie das passieren könnte. Ja, sind aber Compiler-Fehler, das sind keine Würfe von Runtime-Exceptions. So, wo habe ich jetzt was falsch gemacht? List 2, okay, das würde alles durch den Compiler durchgehen, das ist alles keine Panik. So, ansonsten noch irgendwas? Sieht ihr jemand noch irgendwelche Fehler? Bitte? Was ist nicht bekannt? Wo haben wir jetzt keinen? Hier, an dieser Stelle wissen wir, dass wir List1.key und List2.key haben. Ja, genau. List.key stand vorher da und das hätte der Compiler gefunden, das wäre gar nicht durchgegangen. Genau. Ach so, das meinten Sie, ja. Gut.
Das sind natürlich immer die schönen Fehler, die der Compiler findet, auch wenn es Sie vielleicht ärgert, wenn Sie da eine lange Liste von Compiler-Fehlern haben. Die Fehler, die der Compiler nicht findet, das sind die grässlichen Fehler. Die Fehler insbesondere, die erst der Kunde findet. So, jetzt haben wir hier hoffentlich alles soweit gemacht, außer dass es, glaube ich, ich hatte das durchgängig in List-Item umbenannt. Nicht List-Knoten, sondern List-Stück. So, das haben wir. Termination und Stack-Overflow-Error. Jetzt müssen wir uns Gedanken dazu machen, wie tief kann die Rekursion sein? Naja, wir haben zwei korrekt geformte lineare Listen laut Vorbedingung. In jeder Rekursionsstufe gehen wir einen Schritt weiter in dieser Liste oder die Restliste, die wir noch betrachten in diesem rekursiven Aufruf, man kann es auch so sagen, die wird um 1 verkürzt, weil wir jeweils den Kopf nicht mehr haben. Also haben wir hier, wo die Fragezeichen waren, Rekursionstiefe, ich formuliere das mal so, Maximum der beiden Listen Längen plus 1. Ja, plus 1 sicherheitshalber, weil wir ja hier darüber hinauslaufen. Maximum der beiden Listenlängen. Rekursionstiefe Maximum der beiden Listenlängen plus 1 produziert keinen Stack Overflow Error. Ist vielleicht kein perfektes Deutsch. Ihr Deutschlehrer, Ihre Deutschlehrerin wird vielleicht damit Probleme haben, aber ich denke, es ist der wichtige Punkt hier ist, so wie beispielsweise auch in Juristendeutsch, das Wichtige ist, es ist unzweideutig verständlich und ich denke, das ist es. So, Sie haben noch eine Frage? Bitte? Ach so, reicht es nicht, wenn man die kleinere Liste nimmt? Ja, Sie haben voll und ganz recht, da war ich jetzt schon übervorsichtig. Maximum der beiden Listen zu nehmen. Eigentlich reicht es doch, das Minimum der beiden Listen zu nehmen. Vielen Dank. Gut. So. Was fehlt noch? Termination und Stack Overflow Error. Die Variante, aus der ergibt sich das ja eigentlich, die Länge der in zu betrachtenden Listen reduziert sich in jeder Rekursionsstufe um 1. Und daraus ergibt sich sofort, dass Termination und Stack Overflow Error, also dass es auf jeden Fall terminiert und dass es aufgrund der Vorbedingung hier keinen Stack Overflow Error geben darf. So, Korrektheit der Resultate. Auch hier gibt es wieder nur einen Output, keine Nachbedingung, denn wir ändern ja die Listen nicht. Was ist die Invariante der Rekursion? Dasselbe wie immer. Das Ergebnis ist korrekt. Das schreibe ich jetzt einfach nur mal so kurz. Ich denke, das reicht uns an dieser Stelle. Induktionsanfang. Ja, für List 1 gleich 0 und oder List 2 gleich... Jetzt kann ich hier ja Gleichheitszeichen schreiben an dieser Stelle, weil wir keinen Comparator dazwischen haben. Und sagt mal Leute, war das wieder Autokorrektur? Ah. Vorne auch. wo war denn das jetzt hier? War das bei Bearbeiten? Sehen Sie das? Rechtschreibung, Grammatik. Während der Texteingabe prüfen, abschalten. Es gibt Dokumente, da habe ich schon 100 Mal geschafft, die Autokorrektur abzuschalten.
Aber sie war bei jedem nächsten Mal wieder dran. Gut, vielleicht sollte ich doch mal einen anderen Editor hernehmen. Also, manchmal wünsche ich mich in die Zeit zurück vor 20, 25, 30 Jahren, als es sowas wie Autokorrektur noch nicht gab. Als man sozusagen Herr im Hause war. Als das geschehen ist, was man wollte und nicht was dieses System will. Oder Lust, also für diese drei Fälle, die wir da haben, beide 0, List 1 0 oder List 2 0, geben die ersten beiden If-Anweisungen jeweils das korrekte Ergebnis zurück. So. Ja, wir haben jetzt wieder mal einen Fall, wo der Rekursionsanfang drei Fälle sind, die sich auch widerspiegeln in drei Fällen innerhalb der Implementation. Ja, alle drei Fälle sind Rekursionsanfang. Ach so, und die zwei Fälle natürlich auch noch. Falls List1.key ungleich List2.key liefern die nächsten beiden If-Anweisungen das korrekte Ergebnis. So. Das sind Aussagen, die kann man leicht überprüfen. Hier, Return 0, richtig. Return minus 1, richtig. Return plus 1, richtig. Return plus 1, richtig. Return minus 1, richtig. Ja, da kann man sich leisten, dass das zu schreiben, dass es offensichtlich alles ohne Beweis der Annahme und so weiter und so fort richtig ist. So, Induktionsvoraussetzung. Was ist das in diesem Fall? Das Ergebnis des Aufrufs mit List1.next und List2.next ist korrekt. Ja, das ist die Induktionsvoraussetzung. Also, was hier fehlt, ist jetzt der Induktionsparameter, also mit kleineren Listenlängen gleich Induktionsparameter. Ja, Sie finden häufig eine vollständige Induktion, wo der Induktionsparameter gar nicht mehr benannt wird. Das werden wir auch noch öfters haben, wo aber dann trotzdem immer dahinter ein Induktionsparameter steht. Ja, das habe ich deshalb extra nochmal hier hingeschrieben mit kleineren Listenlängen. Der Induktionsparameter ist einfach, ja, die Länge der kürzeren Listen. Schreibe ich mal so. Induktionsparameter ist gleich Länge der kürzeren Liste. Und in dem Moment, wenn die kürzere Liste null ist, haben wir das hier. Induktionsanfang. Induktionsschritt. Ja. Wenn die Methode, also wenn LexCompare immer möglichst präzise sein, nicht einfach die Methode, sondern LexCompare. Wenn LexCompare rekursiv aufgerufen wird, dann, was ist dann der Fall? Dann haben List1.key und List2.key nicht die Entscheidung gebracht. Ja, genau da sind wir.
Hier in diesen beiden If-Fällen hat der Vergleich zwischen List 1 und List 2 Key die Entscheidung gebracht. Jetzt, wenn wir weiter durchgerutscht sind, in diesem letzten Fall hat es eben nicht die Entscheidung gebracht. Nach Logik des lexikografischen Vergleichs lief entscheiden dann die beiden Restlisten, also List1.next und List2.next nach Induktionsvoraussetzung ist die Rückgabe auch in diesem Fall korrekt. Wir haben hier Induktionsvoraussetzung, können wir direkt anwenden. Die beiden Restlisten entscheiden, welches von den beiden lexikografisch größer ist als das andere. Induktionsvoraussetzung sagt, der rekursive Aufruf liefert genau dieses Ergebnis tatsächlich zurück. So, Korrektheit des Outputs in diesem Fall. Wir haben die Rekursion in diesem Fall nicht ausgelagert in eine Hilfsmethode, wie wir das bei der binären Suche eben hatten. Das ist wieder ein Fall, den wir schon vorher hatten. Ergibt sich sofort aus der Invariante. Ja, die Invariante sagt, ein Aufruf damit ist korrekt. Per Vollständigkeitsdeduktion bewiesen über die rekursiven Schritte bzw. über den Rekursionsabbruch hier in diesen fünf verschiedenen Fällen, und damit mehr ist da nichts zu sagen. So, habe ich da eben eine Wortmeldung so aus dem Augenwinkel gesehen? Hier? Beim Induktionsanfang im ersten Satz muss es statt beiden die ersten drei If-Anweisungen, ja, danke. Ersten drei. Wie komme ich auf beiden statt drei? Ich habe ja davon gesprochen, dass das jetzt drei sind die ganze Zeit und beiden geschrieben. Weitere Fragen oder Anmerkungen oder Korrekturen, soweit der Beamer es Ihnen erlaubt, das durchgängig zu sehen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zu der nächsten Methode noch, die wir schon mal implementiert haben. Iterativ, jetzt nochmal rekursiv. Also so wie ich sehe, muss ich nochmal bei der Multimedia AG ein Ticket absetzen, dass das immer noch nicht, dass auch der mittlere Beamer nicht so richtig funktioniert. Ja. Auch Betonung liegt auf auch. Na, mal schauen. So, hier habe ich erst einmal einfach mit Copy-Paste die iterative Implementation hingeschrieben. Ich denke, es ist instruktiv zu sehen, wie man aus der iterativen Implementation eine rekursive Implementation macht. So, was war das nochmal? Wir haben eine Liste, eine einzelne Liste gegeben, so wie hier. Einfach A bis K. Und die sollen paarweise vertauscht werden. Ich hatte eigentlich zwei Beispiele, das müsste ich eigentlich nochmal hinschreiben. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier nur ein Beispiel habe. Ich denke, es ist instruktiv, zwei Beispiele zu sehen, nämlich einmal mit einer Liste gerader Länge. Die hat gefehlt. Ist der einfachere Fall. Der Basisfall, wenn man so will. Und als zweites mit einer Liste ungerader Länge, wo das letzte Element eben nicht mehr vertauscht werden soll, sondern nur das erste mit dem zweiten, das dritte mit dem vierten und so weiter und so fort. Bei ungerader Länge bleibt das letzte Element unangetastet an seiner letzten Position. So, wie implementieren wir das jetzt? So, das wird sicherlich wieder wenn ich jetzt versuche, nach möglichst
eins zu eins zu übersetzen in eine rekursive Implementation mit dem Dummy-Element, was ich vorne eingerichtet habe, was vor dem ersten Listenelement sein soll und so, dass ich dummy-start.next dann zurückliefere. Das mache ich ja nur einmal. Das ist nicht Teil der rekursiven Methode. Ich darf kurz nochmal darauf hinweisen, dass es langsam in manchen Stellen, die sich gut stereo orten lassen, dass es an manchen Stellen ein wenig laut jetzt geworden ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fängt langsam auch das Mikroklima hier drin an, etwas zu schaffen zu machen. Ich bitte da also nicht nur um Rücksicht auf Ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen, sondern auch auf mich. Es ist nicht so schlimm wie noch zu Anfang. Also die Lüftung scheint schon besser zu funktionieren. Nach dem Umbau des Audi Max war das in den ersten Jahren so, dass man es teilweise bei solchem Wetter draußen kaum noch hier drin aushalten konnte. Aber so krass, naja, warten wir mal ab, bis es Juni, Juli wird. Kann sein, dass uns da noch irgendwas blüht. So, also dieses Ganze hier vorneweg, Einrichtung des Dummy Starts und Rückgabe von Dummy Start Next. Das machen wir noch einmal, also müssen wir den Rest auslagern in eine, das Ding heißt auch wieder Item, in eine weitere Methode, die ich jetzt hier hin reinsetze. Das nenne ich auch wieder Rec. Ich könnte natürlich, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Ich würde gerne nochmal auf binäres Array zurückkommen, da wollte ich eigentlich noch was sagen. Sie sehen hier, die Methode heißt find, die das Element im Array suchen und finden soll oder eben finden soll, dass es nicht drin ist. Und ich habe hier die rekursive Methode findRec für rekursiv genannt. Ich hätte sie auch find nennen können. Das ist dann ein Beispiel für Überladung von Methodennamen, denn die Parameterliste von dieser Methode hier ist ja eine andere als die Parameterliste von dieser Methode. Das heißt, es ginge, ich könnte beiden Methoden denselben Namen geben. Mache ich aber nicht, weil Überladung von Methoden ist eine Botschaft an den Leser, dass diese beiden Methoden, die denselben Namen, aber unterschiedliche Parameterlisten haben, im Grunde dasselbe tun. Nur mit verschiedenen Parameterlisten. Also Sie kennen so eine Methode wie print, etwas auf dem Bildschirm ausgeben. Das ist ein Beispiel für eine überladene Methode. Gibt es mit int, mit char, mit double, mit string und so weiter und so fort. Und die Logik ist, dass print in jedem dieser Fälle im Prinzip dasselbe macht, dieselbe Aufgabe erfüllt, nämlich den Parameter auf dem Bildschirm auszugeben. Hier ist es aber nicht so, dass find und findRec dasselbe erfüllen. Sie sind nicht parallel zueinander, sondern das eine ist eine Hilfsmethode vom anderen. Und deshalb habe ich mich hier dagegen entschieden, das gleich zu nennen. Ich denke nicht, dass das die richtige Botschaft an den Leser ist, die gleich zu nennen. Sondern mit Rec anzeigen, dass das eben, so wie jetzt hier auch, dass das die Auslagerung in eine der Rekursion in eine eigene Methode ist. So, dann fangen wir mal an zu sammeln. Sowas brauchen wir gar nicht mehr, ne? Weil wir keinen Laufpointer brauchen in der Rekursion. Das hier lagern wir aus. So, ist immer noch iterativ implementiert, wir müssen es rekursiv implementieren. So, was müssen wir jetzt hier machen? Wir rufen irgendwo dazwischen, wo vorher die Schleife war, Elements pairwise rec auf. Womit rufen wir das auf? Na, mit Dummy Start. Das ist ja der Sinn der Sache, dass wir immer, dass wir diesen Dummy vorne weggesetzt haben, dass wir von da aus, von diesem Listenelement
auf die nächsten beiden Listenelemente zugreifen können und diese nächsten beiden Listenelemente vertauschen können. Dafür brauchen wir immer einen Pointer auf das unmittelbar vorhergehende Element, um diese Vertauschung durchführen zu können. Genauso wie andere Operationen wie Einfügen und Löschen in einer Liste, da haben wir auch gesehen, wir brauchen immer einen Pointer vor der Position, wo wir etwas einfügen wollen oder bevor wir etwas löschen wollen. Weil wir ja den Pointer von dem Element vor dieser Position, den müssen wir ja umbiegen auf das neue Element beim Einfügen beziehungsweise auf die Überbrückung beim Löschen. So, das müsste jetzt eigentlich soweit richtig sein, wenn ich das richtig sehe. Der Rest ändert sich gar nicht und ich rufe jetzt nur zwischendurch damit das auf und muss mich jetzt bei der Implementation von Change Elements Pairwise Rec an die Logik halten, die ich hiermit induziert habe, dass immer die nächsten beiden Elemente nach dem Parameter vertauscht werden und danach geht es dann und dann rekursiv weiter. Also hier irgendwo muss was passieren mit Change Elements Pairwise Rec. Und eigentlich ist schon klar, womit das aufgerufen werden müsste, nämlich das, wo wir hier den Laufpointer hingesetzt haben, zwei Schritte weiter. Das heißt also, list.next.next. Da müssen wir es hin tun. Ja, stellen Sie sich das vor, irgendwo mittendrin in der Liste steht jetzt gerade, ist sozusagen unser rekursiver Listenanfang, der Parameter dieses rekursiven Aufrufs. Die Logik ist, die nächsten beiden Elemente sollen vertauscht werden, die dahinter kommen. Und danach soll es dann weitergehen mit dem Rest der Liste. Was heißt mit dem Rest der Liste? Das heißt, wir müssen zwei Schritte vorgehen, damit dann wieder die nächsten beiden vertauscht werden und so weiter. Deshalb also list.next.next. Und da brauchen wir sicherlich keine Klammern drumherum, weil wir gar keine Weilschleife oder ähnliches haben. Also können wir das so setzen. Die Weilschleife brauchen wir nicht mehr. Die Fortsetzungsbedingung, wieder dieselbe Logik. Jetzt müssen wir daraus das logische Komplement, die Abbruchbedingung machen für den Rekursionsanker. Also p.next gleich 0 oder p.next.next gleich 0. Nochmal testen mit dem oder hier. Wenn p.next gleich 0 ist, dann ist das Ergebnis schon true von der ganzen if-Abfrage hier oben. Das heißt, er geht gar nicht in den rechten Zweig von dem oder ein. Und das bedeutet, es funktioniert in dem Moment, wenn er auf der rechten Seite hier auf p, warum p, List muss es heißen jetzt. Sie sehen die kleinen Copy-Paste-Fehler, die immer so passieren. Zum Glück, in dem Fall hätte der Compiler das gefunden. So, ich kann darauf zugreifen, auf list.next.next, weil ich weiß, wenn er in den rechten Zweig der Veroderung kommt, ist list.next ungleich 0. Das geht. So, was soll in dem Fall passieren, wenn das gleich 0 ist? Return. Return was? Return. Return, return, return. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, mache ich da eigentlich, ich mache da gerade etwas Sinnloses. Ich habe das einfach mit Copy-Paste übernommen, es klingt alles gut, aber ich glaube jetzt, wir haben sinnvollerweise hier eine Void-Methode. Die muss überhaupt nichts zurückliefern. Warum sollte sie was zurückliefern? Sie soll ja was mit der Liste machen. Sie soll nichts zurückliefern, wozu auch? Also haben wir hier eine Void-Methode, die wir jetzt hier schon als Void aufgerufen hatten und hier rekursiv auch als Void aufgerufen haben und deshalb Return ohne Argument. So, und das hier, von dem wissen wir schon, das haben wir lang und breit uns überlegt,
Das haben wir uns lang und breit überlegt, dass diese vier Operationen zusammen tatsächlich die Vertauschung ergeben. Will ich nicht nochmal hier durchixen, das finden Sie ja in der Vorlesungsauszeichnung auch, dass ich das da durchgegangen bin. Jetzt muss ich nur das anpassen. Es ist exakt dieselbe Situation. P stand in der iterativen Version unmittelbar vor den beiden zu vertauschenden Elementen. Jetzt ist es List, was davor steht. Also kann ich einfach blindlings P durch List ersetzen und habe angepasst an diese Situation dieselbe Logik der Vertauschung hingekriegt. Also Sie sehen, man muss doch einiges tun, um die beiden, um die iterative Implementation in eine rekursive zu übersetzen. Aber die wesentlichen Elemente sind wieder aufgetreten aus der Fortsetzungsbedingung der Wildschleife, wurde eine Abbruchbedingung, das logische Komplement. Hier die eigentliche Operation ist dieselbe geblieben. Das haben wir ja beispielsweise bei binärer Suche im Array auch gesehen, dass die Kernlogik eines Schrittes letztendlich dieselbe geblieben ist. Und anstatt den Laufindex, den Laufpointer vorzuschalten, rufen wir rekursiv mit dem entsprechenden Stelle in der Liste auf. So, haben Sie an dieser Stelle, ja? Sie können das ohne eine extra Methode schaffen. Okay, sagen Sie vielleicht, versuchen Sie das zu beschreiben. Ja, okay. Ich würde vorschlagen, dass wir das dann im Forum weiter diskutieren, weil das Ziel der Vorlesung ist nicht, Ihnen die genialsten Implementationen zu präsentieren, sondern sozusagen die Art und Weise, die man immer sinnvoll anwenden kann, egal wie die Situation jetzt aussieht, die man so ein bisschen nach Schema F anwenden kann. Aber gerne im Forum diskutieren oder wie auch immer, können wir uns dann gerne zusammen ansehen. Ansonsten weitere Fragen, Anmerkungen, Korrekturen. Wenn Sie später nochmal hineinschauen und Ihnen fällt noch irgendwas auf, was vielleicht noch stehen geblieben ist, irgendein Fehler, dann kommen Sie gerne, ja? Kommen Sie gerne auf mich zu. Habe ich schon wieder Note nicht korrigiert an irgendeiner Stelle, ja. Genau, Copy-Paste. So. Oben auch, wo denn da? Ah ja. Ja, auch Copy-Paste. Allerdings von einer veralteten Version. Ich habe diese Datei erstellt, bevor ich das korrigiert hatte in der anderen Datei. Wie das halt immer so ist. Aber auch da zum Glück. Aber stellen Sie sich mal vor, es gäbe einen Datentyp ListNode neben dem Datentyp ListItem. Da kann man nur noch hoffen, dass es hier irgendwelche Operationen gibt, die für ListItem, aber nicht für ListNode definiert sind, sodass der Compiler das doch noch findet. Sonst wird die Fehlersuche spannend. So, dann gehen wir wieder hier durch. Division durch 0, wie üblich, haben wir nicht. Arithmetischer Überlauf, wir haben keine Arithmetik, haben wir nicht. Lesender oder schreibender Zugriff auf 0. Was haben wir denn da? Kann da irgendwo was passieren? Das haben wir hier schon durchdiskutiert im Falle der iterativen Implementation, nämlich dass diese Vorbedingung garantiert, dass hier nichts passieren kann. Kein Zugriff auf 0. Also können wir auch, Arrays gibt es nicht und Runtime Exception ansonsten. Was soll denn hier noch an Runtime Exceptions ansonsten geworfen werden? So, Korrektheit der Resultate, Invariante der Rekursion. Wir haben wieder nur einen Output, wir liefern ja das Ergebnis zurück.
Die Invariante der Rekursion. Ups, was ist jetzt passiert? Das Ergebnis ist korrekt. Nicht mal das Touchpad gehorcht mir mehr. Ist es eine Verschwörungstheorie, wenn ich vermute, dass das Touchpad von der NSA gesteuert wird? So, das Ergebnis ist korrekt. Induktionsanfang. Wo sind wir da jetzt wieder? An dieser Stelle wenn list.next gleich 0 oder list.next.next gleich 0 ist. Immerhin mussten wir die Vorlesung hier noch nicht abbrechen aufgrund von Problemen in Beamer, das ist anderen passiert. Also, ich bedanke mich für Ihre Frusttoleranz an dieser Stelle. Dann ist nichts zu tun, also einfach Return ist korrekt. Genau das passiert ja hier. Einfach ein Return. So. Induktionsvoraussetzung, das Ergebnis des Aufrufs mit list.next.next ist korrekt. Darauf verlassen wir uns blindlings. Hier rufen wir rekursiv auf. Wir verlassen uns blindlings darauf, dass das ein korrektes Ergebnis liefert. So, Induktionsschritt. Was hat es jetzt mit dem Induktionsschritt auf sich? Nach Induktionsvoraussetzung wird die Restliste mit Kopf list.next.next. Ja, Sie können ja in einer Liste einfach ab einer Stelle sagen, so, ich betrachte jetzt diese Restliste ab dieser Stelle. Das ist logisch gesehen natürlich auch eine Liste. Korrekt modifiziert. Machen wir mal hier sowas. 1, 2, 3, 4. Zeilen 1 bis 4 modifizieren die beiden Elemente davor korrekt. In Klammern schon gesehen. Bei der iterativen Implementation. Brauchen wir hier nicht nochmal zu sehen. So, Korrektheit des Outputs. Ja, das ist wieder insofern interessant, weil wir den Korrektheit des Outputs von dieser Methode, nicht von der rekursiven, sondern von der ursprünglichen Methode einsehen wollen. Naja, nach Invariante ist der Aufruf von, wie heißt das Ding? Change Elements Pairwise Rec. Change Elements Pairwise Rec. Korrekt. Der Kopf der neuen Liste wird offensichtlich zurückgeliefert. Ja, das ist wieder etwas, wo man sagen kann, das kann man dem Leser zumuten zu verstehen, dass hier der richtige Verweis zurückgeliefert wird. Das muss man ihm nicht noch näher erklären.
So, dann möchte ich an dieser Stelle, wie am Anfang angekündigt, Schluss machen und möchte Sie bitten, wie die Moodle-Mail geschrieben hat, am Stresstest teilzunehmen. Ich möchte mich für heute bedanken und würde mich freuen, Sie dann auch bei hoffentlich besseren Temperaturen um 8 Uhr. Und ich hatte Ihnen ja geschrieben, auf Nachfragen von Kommilitonen, Kommilitoninnen hin, nicht mehr 8.10 Uhr, sondern 8 Uhr, weil Leute offenbar Schwierigkeiten haben, den Raum zu wechseln nach diesem Termin. Ansonsten wird es denen zu eng. Also wie gesagt, würde mich freuen, diese Woche ist noch kein Donnerstagsfeiertag, erst nächste Woche, würde mich freuen, Sie dann am Donnerstag wiederzusehen, Punkt 8 Uhr.